Nach dem ersten Teil von meinem Erweiterungspacks Charts Video 2021 möchte ich euch in diesem zweiten Video meine Lieblingserweiterung vom Platz 5 bis 1 vorstellen. Wie immer freue ich mich über eure Meinung zu meinen Plätzen in den Kommentaren. Viel Spaß beim Ansehen! Platz 5 – Großstadtleben. Nicht ganz aufs Treppchen schafft es die Großstadtleben-Erweiterung, die ähnlich zu Inselleben und Ab ins Schneeparadies hauptsächlich von der neuen Welt und dem dort angesiedelten Gameplay lebt. Wenn wir über San Myshuno sprechen, denke ich sofort an die toll gestaltete und mit 18 Grundstücken recht üppig ausgestattete Großstadt, in denen ebenfalls Sims aus den verschiedensten Kulturen wohnen. In der neuen Welt, die von echten Großstädten wie New York oder Shanghai inspiriert wurde, ist es ebenfalls möglich, wieder in Apartments und Penthäusern zu wohnen. Das Apartment-Gameplay wurde hier mit lustigen Ideen umgesetzt. Manchmal hämmern die Nachbarsims beispielsweise an eure Haustür, wenn ihr zu laut seid. Auch der wenige Platz in den Apartments muss man richtig nutzen. Meiner Meinung nach ist das Spielgefühl komplett anders als auf den normalen Grundstücken. Leider ist es im Gegensatz zu The Sims 3 Late Night nicht möglich, die Apartments noch in anderen Sims 4 Welten zu platzieren. Lediglich in der Welt aus Andy Uni lässt sich mit den Apartments spielen. Weniger spaßig sind allerdings die verschiedenen Festivals, die beim ersten Erkunden auf jeden Fall interessant sind und jeder Region ein bisschen Persönlichkeit verleihen. Allerdings hat man hier, nachdem man alle durchgespielt hat, nicht wirklich viel zu tun. Hier wäre ein Editor zum Erstellen eigener Festivals spannend gewesen, mit dem man eigene Varianten hätte anlegen können. Sonst gibt es in Erweiterung noch kleinere neue Features wie den Basketballkorb, die Blubberblasenbar oder die neuen Karrieren, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im November 2016 die ersten halb interaktiven Karrieren in The Sims 4 waren. Vielleicht hätte man in diese Erweiterung noch ein paar kleinere Gameplay-Features packen können, die auch langfristig noch Spaß machen, trotzdem aber zählt diese bis heute für mich zu einem echten Klassiker, deshalb Großstadtleben auf Platz 5. Platz 4 – Nachhaltig leben. Auf dem vierten Platz befindet sich die Nachhaltig-Leben-Erweiterung und schon mal vorneweg, als dieses Pack angekündigt wurde, war ich alles andere als begeistert. Nachhaltigkeit ist zwar in echt ein wichtiges Thema und ich habe mich gefreut, dass die Entwickler diesen Aspekt auch bei den Sims etwas mehr Beachtung schenken. Allerdings sah es im ersten Trailer der Entwickler einfach so aus, als gäbe es nichts in dieser Erweiterung zu tun, was sich später für mich aber noch als falsch herausstellen sollte. Diese Erweiterung beinhaltet nämlich ein paar interessante Features. Das größte davon ist wahrscheinlich der neue ökologische Fußabdruck, der sich durch die Objekte in einer Region sowie die Handlung der Sims beeinflussen lässt. Auch wenn dieser manchmal nicht ganz so gut wie von den Entwicklern geplant funktioniert, fand ich die Idee dahinter wirklich gut und bis man alle seine Sims 4 Regionen auf Vordermann gebracht hat, vergeht wirklich Zeit. Dieser neue Gameplay-Aspekt ist besonders in der neuen Welt Evergreen Harbor zu spüren, die auch endlich ein paar dreckigere Regionen und interessante Stellen zu bieten hat. Auch die Fabrikantenkarriere auf den neuen Gemeinschaftsgrundstücken war eine coole Idee. Seine eigenen Möbel aus in der Spielwelt gefundenen Teilen zusammenzuschrauben, hat mir ebenfalls eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber auch die sonstigen kleineren Features wie die Nachbarschaftsabstimmung, Kerzenherstellung und die anderen vielen kleinen Gameplay-Objekte machen dieses Pack für mich zu einer recht soliden Erweiterung, die an sich ein paar coole Inhalte zu bieten hat. Da das Thema allerdings etwas spezifisch ist und ich nur bedingt in anderen Welten mit dieser Art von Gameplay spielen will, landen drei Erweiterungen trotzdem noch weiter vorne. Gehen wir weiter zum Platz 3 in dieser Liste. Platz 3 – An die Arbeit. Auf dem Treppchen angekommen landet auf meinem dritten Platz die An die Arbeit Erweiterung für The Sims 4. Besonders für die erste Erweiterung war das Gameplay für mich recht gelungen. Die Auswahl der neuen Polizisten-, Arzt- und Wissenschaftlerkarriere hat mir persönlich recht gut gefallen. Das Abarbeiten der bereits vorgegebenen Aufgaben war hier eine kleine Abwechslung zum sonst sehr offenen Gameplay von The Sims 4, auch wenn ich mir hier gewünscht hätte, dass man etwas mehr machen muss, als zufällig irgendwelche Aufgaben aus der Liste anzuklicken und mit ein wenig mehr System seine Aufgaben an einem Arbeitstag abzuschließen. Alles in allem konnte mich das Gameplay der Operation und Patientenpflegen im Krankenhaus, Fälle lösen und Sims verhören in der Polizeistation und herumexperimentieren in der Wissenschaftlerkarriere trotzdem für eine längere Zeit überzeugen. Wenn man auf die Karrieren aber keine Lust mehr hat, ist es ebenfalls möglich, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, bei dem man verschiedene Arten von Läden umsetzen kann. Ich kann mich noch genau an meine Bäckerei erinnern, mit der ich dieses Feature ausprobiert habe, aber auch andere Ladentypen wie ein Fotostudio, Modegeschäft mit passenden Schaufensterpuppen oder ein Elektronikgeschäft konnte hier umgesetzt werden. Prinzipiell war es möglich, fast alles hier zu verkaufen. Einzig das komische Abkassieren mit dem Tablet hätte man realistischer mit Anstehen und vielleicht einem Kassenband umsetzen können.
Klar, in diesen Platz spielt eventuell auch ein wenig die mit dem Pack verbundene Nostalgie mit rein, allerdings gefällt mir diese Erweiterung immer noch sehr gut. Für langfristigeres Gameplay allerdings sind die nächsten beiden Plätze noch besser geeignet. Platz 2 – Werde berühmt. Für viele Spieler ebenfalls etwas überraschend landet auf meinem Platz 2 die Werde-berühmt-Erweiterung. Schon in The Sims 3 fand ich das Promi-Leben einen spannenden Aspekt, der auch mit dieser Erweiterung wieder ins Spiel gebracht wurde. Hinter diesem neuen Gameplay-Feature verbergen sich ein paar gute Ideen, das Marotten- und Rufsystem hat mir hier recht gut gefallen. Mit den insgesamt 21 verschiedenen Ruhmvorteilen herumzuprobieren war für mich sehr lustig, auch da hier ein paar verrückte Vorteile wie Fans mit gleichen Klamotten wie der eigene Sim bereitstanden. Die neue Schauspielkarriere wurde ebenfalls ganz lustig umgesetzt, auch wenn diese nicht mal ansatzweise so spannend ist, wie sie in den Trailern immer dargestellt wurde. Leider ist das Gameplay hier für mich persönlich etwas zu repetitiv. Auf dem Gelände des Filmstudios ankommen, die benötigten Objekte oder Sims anklicken und seinen Sims beim Ausführen ihrer Rolle zuschauen. Hier hätte ich mir vielleicht ein paar mehr zufällige Ereignisse innerhalb der Karriere gewünscht. Aber auch sonst hatte die Erweiterung ein paar kleinere Features zu bieten, von denen man im ersten Trailer nichts gesehen hat. Jetzt ist es auch möglich, mit den Sims als Videoproduzent oder Musikmacher durchzustarten. Ebenfalls hätte die neue Welt Del Sol Valley vielleicht ein paar mehr Grundstücke vertragen können. Dafür kann sie die Anzahl der Grundstücke durch den tollen Hollywood-Flair wieder etwas ausgleichen. Wenn ihr gerne eure Sims in einen Superstar inklusive neue Optionen für mehr Reichtum verwandeln wollt und für euch die Schauspielerkarriere interessant klingt, ist Werde berühmt euer Pack. Ich war besonders über den Umfang der Erweiterung überrascht. Platz 1 – Hunde und Katzen. Kommen wir nun zum großen ersten Platz, der in diesem Fall vom Hunde- und Katzen-Erweiterungspack belegt wird. Hier ist die Situation ganz klar, jeder von uns liebt Haustiere und besonders Spieler, die selber Hunde oder Katzen haben, freuen sich wahrscheinlich darüber, diese selber in ihrem Spiel nacherstellen zu können. Den Haustieren beim Unfug treiben, essen und spielen zuzuschauen ist einfach niedlich. Auch den Haustieren ein paar Tricks beizubringen ist ein Muss. Mit dem Anmal-Tool aus dem Pack lassen sich die Tiere so detailliert gestalten, wie es noch nie vorher in einem Sims-Teil möglich war. Auch der Aspekt der eigenen Tierarztpraxis hat mich bei der Ankündigung des Packs überrascht. Brindleton Bay hat mit seinen Inseln sowie ländlicheren Regionen ebenfalls viel Abwechslung zu bieten. Die ganze Welt gibt einem ein starkes Gefühl einer verschlafenen Küstenregion. Der wirklich einzige, aber dafür umso größere negative Aspekt dieses Packs: Bei den Vorgängerteilen konnten wir uns noch in der Tiererweiterung über Hunde, Katzen, Schlangen, Kleintiere und Vögel sowie Pferde freuen. In The Sims 4 gibt es mit dieser Erweiterung ausschließlich Hunde und Katzen. Hamster kann man nur mit dem 10 Euro teuren Accessoire-Pack dazu kaufen. Wirklich schade, dass die Entwickler hier nicht einfach wie in den Vorgängern auch alle Tiere hinzugefügt haben. Hoffentlich bekommen wir meinen heimlichen Vögelfavorit ebenfalls irgendwann nochmal zurück ins Spiel. Was haltet ihr von meiner Einschätzung der Packs und welche Erweiterungen landen bei euch auf den drei ersten Plätzen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Links in der Endcard findet ihr nochmal meinen ersten Teil mit den Plätzen 10 bis 6. Schaut hier nochmal rein, wenn ihr diesen noch nicht gesehen haben solltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.